Schnapp dir deine Stifte und lass uns einen coolen Nikolaus malen. Hi, ich bin Fabi und ich mag dir zeigen, wie du mit wenigen Strichen einen niedlichen Nikolaus zeichnen könntest. Nimm dir hierfür einen Bleistift, einen schwarzen Feinliner, einen roten Filzstift oder Buntstift und noch einen braunen Bunt- oder Filzstift. Und dann geht's auch gleich los. Wir fangen mit dem Bleistift an, um ein paar Linien hier zunächst einmal anzureißen. Und da mache ich zunächst einmal ein Oval hier drauf mit dem Bleistift, so ganz vorsichtig, als Platzhalter. Und das hier wird hier gleich mein Kopf vom Nikolaus. Und hier unten drunter, da bekommt er noch einen großen Bauch. Das mache ich auch so ganz vorsichtig, so einfach so als Platzhalter, damit ich in etwa weiß, wie groß hier mein Nikolaus werden könnte. Denn wenn ich jetzt diesen Kreis zum Beispiel riesengroß mache, dann müsste ich natürlich auch einen ganz großen Kopf malen. Oder wenn ich eben einen ganz kleinen Bauch mache, dann eben auch nur einen ganz kleinen Kreis. Also die hier sind einfach nur so Wolken, damit ich mir jetzt schon mal in etwa vorstellen kann, wie viel Platz ich hier habe und wie groß ich hier diesen Nikolaus aufs Blatt malen mag. Als nächstes könntest du, wenn du magst, direkt mit dem schwarzen Feinliner weitermalen. Oder aber, wenn du dir noch ein bisschen unsicher bist, auch noch einmal den Bleistift nehmen, um zunächst diesen Nikolaus erstmal nach und nach anzureißen. In etwa in der Mitte hier von diesem Oval, da zeichne ich jetzt so eine ovale Knollennase rein, denn dieser Nikolaus, der hat so eine kräftige, dicke Nase. Und drumherum mache ich jetzt hier so ein zackiges Rechteck. Das hier wird das Gesichtsfeld. Der guckt hier aus seinen Haaren, aus der Mütze und aus dem Bart einmal hervor. Jetzt schon mal zwei kleine Äuglein hier rein. Vielleicht auch noch Augenbrauen. Und damit er uns auch noch ein bisschen freundlicher anguckt, hier ein kleines Lächeln. Ja, und dann geht's schon weiter hier mit dem Nikolausbart. Auch hier könntest du eben eine große Linie dran zacken. Und da orientiere ich mich jetzt einigermaßen hier an meiner Wolke. Wenn das ein bisschen anders aussieht als bei der Wolke, auch nicht schlimm. Und dann bekommt er jetzt noch eine Mütze auf. Auch die male ich hier erstmal mit so einer zackigen Linie. Denn man malt diese Mützen von dem Nikolaus immer gerne mit so einer weißen Fellkrampe erst einmal drumherum. Und dann hier oben drauf könnt ihr jetzt hier einmal die große Mütze drauf. Und hier noch eine Bommel. So, die ist jetzt ein bisschen verdeckt hier von dem Schild. Wenn die bei dir gut sichtbar ist, umso besser. Ja, und wenn du magst, dann würde ich mich freuen, wenn wir noch viel mehr gemeinsam zeichnen und erfinden. Denn hier unten, unterhalb vom Video, da findest du einen Link zu einem spannenden Kreativabenteuer. Vor wenigen Wochen war ich nämlich hier in Norwegen auf einer coolen Insel. Und dort ist etwas ganz, ganz Spannendes vor langer, langer Zeit passiert. Die Geschichte handelt von Segelschiffen, Piraten und einem echten Goldschatz. Also, komm mit und finde heraus, was da alles so auf uns wartet. Und weiter geht's. Jetzt male ich hier einmal zwei Striche drunter. Das werden hier die Arme mit den Schultern dran. Auch da wieder solche weißen Fellkrampen dran. Nochmal kleine Striche dran. Haben wir schon gleich die Arme fertig. Und dann für die Handschuhe. So, erstmal einen großen Bogen von außen und dann noch einen kleinen dran. Dann hat man den Eindruck, dass der Weihnachtsmann hier so zwei Fäustlinge anhat. Weiter geht's mit dem Bauch. Da könnten wir jetzt erst einmal hier einmal so quer rüber einen Strich machen und noch einen. Das wird nämlich dann hier der Gürtel. Und der Gürtel bekommt noch eine Gürtelschnalle, indem du erst einmal so ein Rechteck hier drum malst und dann noch einen Strich dran machst. Du könntest auch noch mal so ein paar Punkte hier machen, wo man den Gürtel noch festmachen könnte. Dann hier runter zwei Striche. Das ist also die Taille oder hier hört der Bauch auf. Und dann auch hier unten noch mal ein paar Fellelemente dran. Weiter geht's mit den Schuhen. Und für die Schuhe, da male ich hier
so zwei große Bögen hin. Der hat so richtig dicke, große Winterstiefel an. Und dann male ich hier noch die Winterstiefel einmal zu. Könntest aber auch noch eben noch mal so eine dicke Sohle hier drunten dran machen, damit er auf jeden Fall auch nicht hinfällt, wenn er hier auf dem glatten Schnee und Eis langstapft. Jetzt auch noch mal so zwei Striche hier oben drauf machen, dann hat man den Eindruck, dass hier ein paar Falten vielleicht auf dem Stiefel sind. Ja, und da sind wir eigentlich schon fertig mit dem Nikolaus. Und als nächstes könntest du ihn jetzt natürlich noch schön anmalen, indem du dir zum Beispiel den roten Filzstift nimmst. Und beim Anmalen male ich zunächst einmal immer einmal um die Form drumherum, die ich ausmalen mag. Ich begrenze sie also, damit ich nicht zu sehr über die Form hinweg male. Und vielleicht lässt du hier auch noch wieder so ein weißes Element, damit man den Eindruck hat hier, dass ein bisschen Licht auf die Mütze fällt. So. Und hier unten kannst du natürlich auch einmal noch den ganzen Anzug auch noch rot malen. Also auch erst wieder die ganze Farbfläche einmal begrenzen. Alles, was ich rot malen mag, einmal umranden. Und dann als nächstes das Ganze einmal ausmalen. Oh, du siehst, bei mir ist dieser Filzstift hier gleich am Ende. Den Nikolaus, den kriege ich vielleicht noch hin, aber dann ist Schluss hier mit dem Filzstift. Ja, leider gehen die irgendwann immer einmal leer. Dann mit einem braunen Filzstift könntest du jetzt zum Beispiel noch hier einmal die Handschuhe anmalen und auch die Stiefel. Einmal wieder umgrenzen und ausmalen. Auch wieder umranden und ausmalen. Die Sohlen könntest du natürlich auch noch braun malen oder auch schwarz, je nachdem, was für Stiefel dein Nikolaus anhat. Hier fehlt noch die Hand. Und den Gürtel, den können wir natürlich auch in so einem schönen Lederbraun einmal noch anmalen. Fürs Gesicht hast du vielleicht auch noch so eine leicht helle beige Farbe. Dann könntest du eben auch noch mal hier das Gesichtsfeld zum Beispiel ausmalen. Könntest du komplett alles ausmalen oder aber auch eben nur so ein bisschen. Und die Nase, je nachdem, wie kalt dem Weihnachtsmann oder Nikolaus hier ist, entweder eben auch mit dieser beigen Farbe oder aber vielleicht hat er eine ganz rote, leuchtende Nase, weil es so kalt hier ist. Oh, der ist leider ein bisschen futsch, der Stift. Na, schade. Okay. Auch bei mir passiert das manchmal, dass da etwas ein wenig schief geht. Ja, und jetzt siehst du schon, dass man diese Bleistiftstriche hier gar nicht mehr so dolle sieht. Wenn du natürlich trotzdem möchtest, dass die alle weg sind, kannst du jetzt einfach drüber radieren. Und dann sind diese Vorzeichnungen schon direkt weg. Und wenn du möchtest, dann können wir noch viel mehr gemeinsam zeichnen und erfinden. Schau doch mal bei mir auf meiner Homepage vorbei. Denn dort findest du für 0 Euro ein cooles Kreativabenteuer.